Willkommen zu diesem Video, ich bin's Daniel von Fit zu Hause. In diesem Video zeige ich dir ein paar Übungen, mit denen du deinen Rücken dehnen kannst. Viel Spaß dabei! Zuerst beginnen wir mit zwei Übungen, mit denen du die Wirbelsäule zusätzlich auch noch mobilisieren kannst. Dadurch wird auch so ein bisschen die Spannung rausgenommen, einmal aus dem Gewebe, aus dem Fasziengewebe, aus der Muskulatur, aber auch die Wirbelsäule wird so ein bisschen mobilisiert. Die erste Übung heißt Jefferson Curl. Dafür nehmt ihr erst einfach mal eure Hände, die überkreuzt ihr vor der Brust und jetzt geht ihr ganz langsam nach unten. Also ihr rollt euch langsam auf. Erst senken wir den Kopf und rollen uns dann so ein bisschen runter. Wie gesagt, ganz langsam Wirbel für Wirbel. Und jetzt könnt ihr euch noch so ein bisschen strecken. Wird auch noch die Beinmuskulatur ein bisschen gedehnt, aber gerade die ersten Zentimeter sind da so unheimlich wichtig. So, und wenn wir jetzt unten sind, dann gehen wir auch wieder ganz langsam hoch und richten uns Stück für Stück auf, bis wir irgendwann wieder ganz gerade stehen. Das könnt ihr ein paar Mal machen, wie gesagt, ganz langsam. Ich mache euch das noch einmal vor, ganz langsam. Wirbel für Wirbel, ganz wichtig. So, und das spürt man auch schon so ein bisschen im Rückenstrecker. Das ist der lange Rückenmuskel. Und da kommen wir jetzt auch schon zur nächsten Übung. Dafür legen wir uns erstmal hin. Auf die Seite. Oder auf den Rücken erstmal und dann drehen wir uns auf die Seite. Die Schulter, die hier, bleibt dabei auf dem Boden und dann drehen wir uns einmal zur Seite. Jetzt können wir auch noch den Arm nach oben legen und gucken auch zur anderen Seite hin. So. Und dabei merkt man auch schon so eine Dehnung im unteren Rücken. Der wird auch mal schön mobilisiert. Da kann man sie auch noch zur anderen Seite drehen. Also wirklich gerne auch zu beiden Seiten drehen. Kann man gerne ein paar Mal machen. So, und jetzt kommen wir auch schon zur nächsten Übung. Damit dehnen wir den Latissimus. Das ist dieser große Rückenmuskel. Und dafür strecken wir uns erstmal. Und dann greifen wir mit der einen Hand den anderen Arm und ziehen den rüber. Und versuchen uns so groß zu machen wie irgend möglich. Und jetzt wird man hier richtig schöne Dehnung spüren. Genau. So. Und jetzt das Gleiche natürlich nochmal zur anderen Seite. Ja, man spürt das hier auch noch ein bisschen im Trizeps. Das ist hier dieser Muskel im Arm. So, und jetzt zeige ich euch noch eine Übung zur Dehnung des unteren Rückens. Der ist ja auch oft verhärtet. Und mit dieser Übung kann man den wunderbar so ein bisschen lockern. Und dafür greifen wir an unsere Füße, gehen hier einmal so rum, also von innen nach außen und ziehen uns dann nach vorne. Also wie gesagt, einmal von innen nach außen und umklammern dann unsere Füße und ja, ziehen uns dann so ein bisschen nach vorne. Und da wird man das hier richtig schön im unteren Rücken bemerken. In dieser Position kann man gerne auch mal für 45 Sekunden bleiben. Also auch eine sehr gute Übung. So, das waren auch schon alle Übungen, die ich dir zeigen wollte. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, kannst du dir einen Daumen nach oben da lassen und uns abonnieren. Und dann möchte ich dir noch unsere Facebook-Gruppe ans Herz legen. Da teilen wir Inhalte rund ums Training zu Hause, tauschen uns da gegenseitig aus. Da sind noch ganz viele andere Gruppenmitglieder, die auch die Fragen beantworten können. Und sonst beantworten wir die Fragen rund um das Thema Training zu Hause oder auch Ernährung. Wenn du da Fragen hast, einfach in die Gruppe kommen und sie da stellen. Okay, dann hoffe ich, sehen wir uns auch schon bald wieder. Ciao.